Lied, mit dem alles begann. Eine Hymne an ihre Heimatstadt, die ihnen ein wichtiges Gut mitgegeben hat: Bildung. Die Resonanz auf den Reichenbach-Rap war groß. So groß, dass die RC-Crew mit dem Rap sogar bei der 800-Jahr-Feier auftrat. Damals kündigten sie schon an, dass sie noch mehr vorhaben. Die rund 20 Jugendlichen gründeten den Verein Kulturdoppelpunkt. Dem gehören inzwischen ca. 40 Mitglieder an. Vom 9. bis 11. November starteten sie ihre mobile Identitätsbox. Unser Interesse ist, Reichenbach kulturell zu bereichern. Und um zu wissen, was die Reichenbacher wirklich interessiert, dass wir denen nicht einfach etwas bieten und präsentieren, was sie gar nicht interessiert, sind wir quasi dieses Wochenende unterwegs, um eine Befragung zu machen, um die Reichenbacher Identität zu erkunden. Dafür haben wir verschiedene Interviewtermine mit dem Oberbürgermeister gehabt, zum Beispiel Stadtrat Hösel wurde auch interviewt, Veranstalter, Veranstaltungstechniker, Kulturschaffende, ganz normale Bürger, Geschäftsbetreiber, all diese Leute haben wir quasi interviewt und haben ganz viele Meinungen generiert. Ziel ist es so, die Identität der Neubrinnstadt einzufangen. Doch das ist nur der Anfang. Im August bzw. September soll dann ein generationsübergreifendes Kulturfestival mit einer Ausstellung über das Projekt stattfinden. Dort werden zum einen die Ergebnisse der Identitätsbox präsentiert, zum anderen sollen durch Kooperationen mit Schulen auch kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche geschaffen werden. Außerdem soll das Projekt auch in anderen deutschen Städten vorgestellt werden, um dort für ähnliche Impulse zu sorgen. Der Kulturdoppelpunkt besteht aus Leuten, die alle entweder im pädagogischen Bereich, im künstlerischen Bereich oder auch im kulturellen Bereich arbeiten, studieren oder promovieren. Das heißt, es gibt da sehr viel Know-how, was wir auch versuchen quasi an jüngere Leute weiterzugeben, sodass die Kultur aus dem Keim heraus, aus den jungen Leuten heraus sich wieder ausbreiten kann. Und nicht nur Standardkultur, sondern auch Soziokultur. So kamen die jungen Leute mit über 100 Personen ins Gespräch. 30 von ihnen waren für ein Interview bereit und eine Reichenbacher Fotografin stiftete sogar ein Bild für die Ausstellung. Man merkt schon, dass eine Verbundenheit auf jeden Fall mit der Stadt da ist, einfach durch Freunde, Familienkreis und natürlich auch die Region an sich, die Natur, die einfach da ist und die gewisse Art einfach auch des Vogtländers und des Reichenbachers. Aber es sind natürlich auch persönliche Bedürfnisse da. Und es ist aber noch nicht so richtig, glaube ich, in den Köpfen der Menschen, was kann man genau halt machen. Also was sind eigentlich unsere Bedürfnisse? Sie wollen schon gerne Veränderungen haben und auch mehr Angebot, aber was es ganz genau ist, das ist noch nicht so ganz klar geworden. Aber da setzen wir jetzt an, das herauszufiltern und das auszuprobieren, was wir da bedienen können. Es ist so, dass sich doch in den letzten Jahren sehr vieles positiv gestaltet und entwickelt hat, was das Bauliche anbetrifft, auch die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, wobei ich hier aber auch noch Defizite sehe. Doch die Aktion am 2. November-Wochenende war erst der Anfang. Der Verein wollte so erst einmal die Grundlage für die weitere Arbeit schaffen. Und nun geht es ans Auswerten der Interviews. Auf jeden Fall wird es aber weitere spannende Aktionen geben. Via Facebook oder ihrem Blog kann jeder Interessierte, egal ob jung oder alt, an dem Projekt teilnehmen und seine Meinung über Reichenbach kundtun. Ihre Verbundenheit zu ihrer Heimat hat ihnen gezeigt, gemeinsam können wir etwas bewegen. Und so entstand aus einer kleinen Idee ein großes Projekt. Nicht lamentieren, sondern engagieren!